Sterne am Himmel waren nicht zu sehen, weil die Menschen nicht nach oben schauten. Gefangen in ihrem Kampf übersahen sie, was über ihnen thronte. Und dann noch der Ausblick immer jedes Mal, ne? Das ist schon cool, das ist schon sehr, sehr cool. Mein Mate Lukas und ich waren mal wieder in Ark unterwegs, 7 Tage lang, um genau zu sein. Und diesmal wollten wir etwas anderes probieren. Wir versuchen uns an einer fliegenden Base. Nice, also für mich sieht das sehr gut aus. Ich sehe uns schon ganz, ganz stark beim Quetzel. Wir hatten natürlich zu Beginn eine kleine Startbase auf Ragnarok, der Map, auf der am Ende auch unsere fliegende Base entstehen sollte. Ich bin der mit dem Fallschirm. Hier fatzt einer. Ja, ich seh's. Was hat der? Hat der Stuff? Ich bin rübergejumpt. Aber ich versäume sein P-Tame. Sehr schön. Tschüss. Ja, hier ist er. Oh, da kühlt aber einer mit Tame. Oh Gott. Wo? Argy, ja. Fliegt jetzt einen Sprint lang. Ist hinter mir, er will mich. Ich düse ins Wasser und dann mit der Armbrust drauf. Hits werden verteilt, er kommt, Lockers. Wow. Junge, der Lachs, ne? Naja, die Frechdechse wieder hier. Für eine fliegende Base brauchen wir einen Quetzel, klar. Und um den leichter zähmen zu können, davor noch schnell einen Griffin. Da ist er, links unter uns. Ja. Schlockrass, ich wusste doch, dass ich Profi bin. Er liegt, dann steigen sie drauf. Quetzalopithecus. Jo. Aber im Schneegebiet. Okay, also wir gehen hier halt schnell down, aber... Ja, ich schieße jetzt auf den einfach, ne? Ja, ich auch. Ist sehr, sehr cool, Lockrass. Muss mal ordentlich einen Heal geben. 80%, ey, wir haben gleich einen Quetzel. Da ist er, Boy, da ist er, Boy. Sehr schön. Ich cryo direkt ein in den Spobatz, ne? Ja, weg mit dem Spaß. Willst du mal fliegen? Jo, bin dabei. Ist drauf. Zack, bin drauf, jo. Hey, ist aber voll cool als Beifahrer, ohne Scheiß. Ja. Ist halt lässig hier. Hat schon was. Gut. Dann jetzt noch die Dächer dran. 1, 2, 3. Okay. So long gone. Feels like I'm holding on. Let's go. Geil. Ja, willst du denn falsche Wege beim roten Obi machen? Ja, aber dann noch bei mir gar nicht, wo ich so Gamma 2 wieder reinkicke. Willst du echt? Ja, Junge, mach jetzt einfach. Hier beim Wasser vielleicht. Dann bist du Navy Seal, okay? Da ist direkt einer, ich glaub's nicht. Dann flitz. Wo, was hat der was? Der hat eine Bola. Ich seh's. Da flitzt er weg. Ja, ich travel, warte. Ja, travel up. Lukas brauchte noch eine Wyvern und musste nach Crystal Isles reisen, um eine zu zähmen. Unser erster Einsatz als Fallschirmjäger. Wir machten dem Ruf der fliegenden Base schon jetzt alle Ehre. Die Chemwench geht jetzt auch wieder los. Nice. Einschalten, go. Ihr kennt, die Basics stehen und als nächstes müssen Farmruns gemacht werden. Ich sag's kurz und knapp, wir hatten keinen Bock. Beziehungsweise, die Alternative ist einfach geiler. So. Okay. Ich bin ready. Hab eins. Echt? Ja, mit Torrents. Kommen sie an die World Border, fliegen sie dran. Da ich sie wieder. Sick. Gar nichts.
Der hat auch eine Indie drauf, Alter. Der gibt uns gut Metal, weil wir können halt keine Indie auf den Quetz ballern. Das ist sick. Ja, hier ist einer in der Wüste. Ich zähm kurz Data Pointer. Ich lieber Schlockras, Pockras. Oh, ich habe aber den dicksten Slow von der Kackmotte. Hab eine Art Ploera für uns. Ja, ich habe auch alles zum Bauen. Ja, dann go. 2 breit oder 3 breit? 2 breit. Kannst du das noch einmal kurz aufknacken? Jo, warte. Ist der drin? Oder draußen? Mehr oder weniger? Ist ja, drin. Ja, die Wimpern parke ich wie gewohnt. Die parke ich hier an der World Border, ne? Ganz bisschen. Okay, ab jetzt müssen wir mit ganz viel Vorsicht hier ran zirkulieren. Die haben 2 Fabricator, sehe ich schon. Oh. Aber das ist eigentlich ziemlich geil so. Lass genauso stehen. Ja, so. Wir können die unterste aufmachen. Achtung, ich öffne. Dürfen aber auf keinen Fall raus. Und wenn du kannst, mach vielleicht seitlich dann noch vorne eine Wall drauf. Ah. Linke Wand, unterste linke Wand nur. Ja, ich weiß. Und place die dann mal noch nach links noch weiter. Let's fucking go. Sie hittet. Hä? Die hat einen Turret down. Ja. Ich höre keine Geräusche. Bleib einfach genau so stehen, okay? Bis es kaputt geht. Ich höre wieder Geräusche. Ja, könnten versuchen durchs Dach reinzugehen, aber ich wäre eher dafür nochmal die Atro neu zu whistlen. Hast du gepfiffen? Ja. Junge, Turret zeigt voll hier rein. Alter, es hat auf mich gezielt. Ich habe rechtzeitig nur die Tür zugemacht. Holy shit. Warte, nein, ich mach die Wand weiter hinten. Kann ich? Ja, kannst. Ich mach so auf, sehe so, wie das runterguckt in mein Gesicht einfach. Ja, die geht durch mich durch. Ja, sie kommt. Und? Ja. Hit! Ja. Oh mein Gott, Simon. Ist offen, ja. Ist geknackt. Ich seh's. Okay, ein Gamer ist da, 2 Gamer sind da. Ein Turret ist noch oben. Ja, aber hier ist man safe. Hier, wo ich bin, ist man safe. Hatte ich das abgebolzt? Nö, grad nicht. Ich spring einmal. Nein, Lukas, das Turret da, oben. Ja. Ja, okay. Soll ich sie reindroppen? Auf gut Glück? Ja, auf gut Glück. Ja, schmeckt genau natürlich auf gut Glück hier hin. Warte. Aber die sitzt gut, vielleicht kannst du die bolzen. Oh. Ich backe. Oh mein Gott. Sie moved. Oh mein Gott, was tut sie? Generator down. Junge, schnell jetzt die Betten weg. Killen Betten weg. Zacki. Atro passiv. Okay, Lokas, jetzt will ich aber Loot sehen. Die rechte Smithy ist leider außerhalb. Linke Smithy. Tropio OP-Sattel. Sick. Nach oben, ich gehe immer nach oben. Was ist hier in der Schmiffi? Ach, das ist der Tropo-Sattel von dir. Ja, Mann, wir haben Feuerpfeile for Days. Okay, lass mal erst die Bags hier gucken. Hier ist ein Fabricator, ein dicker Fabricator. Ja, und noch mehr Sulfur. Sehr gut. Nimm auch das ganze Sulfur mit. Alles für Feuerpfeile. Unpin-coded, Digga. Sick. Junge, 1200 Schuss hier drin. Ich loote ja, noch die Turrets unterm Boot. Auch nochmal 500 pro circa. Ja, das ist akzeptabel. Ja, die hatten nur kein einziges Metal gebranntes für uns, ne? Ja, das ist sehr, sehr traurig, aber gar kein Stress, weil dann gehen wir einfach gleich ein paar Meter weiter und holen uns den nächsten. Sehr, sehr geil. Wenn man ihn selbst nicht findet, weiß man, er ist ganz gut geparkt. Ja. Da bin ich. Der Raid war die perfekte Starthilfe für uns. Wir hatten alles bekommen, was wir brauchten. Also, fast alles. Wir hatten das Gefühl, wir sind im Lauf. Und ohne viel Zeit zu verschwenden, wollten wir los und einen zweiten Quetzel zähmen, um die Base auszubauen. Wir brauchten mehr Stauraum und sollten wir später Dinos brüten wollen, zusätzlich noch mehr Platz. Gut, Fallschirme, greppelste Ding. Da rechts. Da, ja. Boah, ist aber ein Kackgebiet, ne? Boah, hier sind jetzt übelst viele Wölfe. Wetten, der geht hier down. Guck mal da vorne, die 10 Wölfe. Ja, lass ihn. Wo der genau durchfliegt. Schieß mal nicht. Ja. Wo er genau durchfliegt. Guck dir an. Alter, was zum Fick. Ja, moin. Pullover, er hat mich runtergestunt, bin tot. Der Griffin ist down. Okay, dann renn weg einfach. Ich hab krankes Rüstungsset, ich hab's überlebt. Ja, ich auch. Ich habe kein krankes Rüstungsset.
Ja, trotzdem GG, weil wir jetzt nichts machen können. Naja. Ich spawn einfach mal am Redwood, Junge. Auf der Suche nach einem neuen Quetz trieb es uns dann irgendwie doch weiter durch die Server, als wir dachten. War leer. Dann gehe ich jetzt auch für ein paar Drops, ne? Oh, noch eine Spieler-Wyvern. Der hat da einen Anki, vielleicht hat der einen Farmrun drin, das wäre auch ganz geil. Ich bin aber auch über keiner. Ja, hab ihn. Hat einen kleinen Run. Ja. Oh mein Gott! Ich dachte gerade, ich höre einen Generator, ich habe eine Base. Das ist einfach hier unter Wasser, ja. Lokras, oh mein Gott. Kann aber sein, dass die Turrets haben. Da brennt auf jeden Fall eine Indie und ein Fabricator ist an. Okay. Ich glaube, die haben keine Turrets. Lol, Digga, hier ist Land hinter. Was ist das für eine Base? Du wirst es lieben. Es ist genau was für dich, ja. Ist die cool? Ja. Ich bin gespannt, jetzt hast du mir schon echt. Aber knockt halt einfach nicht aus. Oh mein Gott, Schlockhass! Oh mein Gott, stacked. Stacked. Soll ich abandon den Stego? Weiß ich gerade nicht. Calls jetzt, ist kein Stress, aber dann komme ich jetzt. Hab Swamp Pepper mir geholt. Erstmal Gasolin wegtaken. Oh yes, Digga, die haben Dickfarm, wir haben Dickfarm. Stego liegt. Fabricator, die haben Heavies. Okay, noch die Smithies gucken. Primflug. Nichts. Nichts. 6k Metal nochmal. Geil, geil. Indie Forge. Hat Dick Charcoal. Auch nochmal Metal. Sehr geil, okay. Ich glaube, das war's sogar schon. Nice, nice, nice. Hier ist eine Wyvern. Bist du das? Nee, ich bin drinnen gerade. Ja, hack drauf, die geht down. Ja, mach. Waren hier Gamer? Ja, hier liegen zwei. Nice, bin oben. Sehr, sehr schön, sag ich. Sehr, sehr schön. Nice. Ja, ich sag mal so, ja, wir brauchen halt einfach noch einen Quetz, ne? Wo wir jetzt dann breeden. Ja. Und landen. Wir brauchen nicht nur einen Quetz, Digga. Wir brauchen am besten 2-3 Quetzels. Männlicher Triceratops. Einmal down. Paarung aktiviert. Dann machen wir so einen Breed-Quetz. Ja, auch mit dann Dingen-Station drauf und eigenem Cryo-Fridge da drauf. Ja. Dann lass doch gleich Griffel-Eis gehen und da kurz einmal holen. Ja, gut. Ich wäre ready. Let's putz. Ja, hab'n Griffin. Kurz. Level 140, Digga, damn. Oh, eine kranke Longneck wär's, ne? Quetzel holen und alles. Ja, sag ich dir ehrlich. Da müssen wir. Das war auch letztes Mal hatten wir noch eine geile Longneck, ja. Digga. Wir hatten letztes Mal wir wirklich von den VPs her den heiligen Scheiß für den Anfang. Liegt. Im Kühlschrank sind zwei Mindwipes, wenn du willst. Zwei direkt. Ja, dann kannst du einmal Mindwipen, dann einmal alles in Crafting-Skill. Wir hatten Mindwipe Tonics gecraftet, um Lukas Level zu resetten. So konnte er die Skillpunkte neu verteilen und vorübergehend alles in Crafting-Skill stecken, um bessere Waffen, Rüstungen und Zettel aus den wenigen Blueprints zu craften, die wir bereits hatten. Ich craft mal ein paar Pistolen, ne? 400 hat die jetzt, Digga. 500. Was? Uns fehlten noch einige und bevor wir weiter progressen und neue Tames dranholen, wollten wir unser Blueprint-Game upsteppen. Hab ihn. Wo bist du? Hab ihn. Zack. Hab ihn gewaited. Du komplett gewaited.
Ja, nächster Blauer beinhaltet eine Simple Pistol DP. Der Drop Run war halbwegs erfolgreich. Wir hatten zwar keine Flak Blueprints bekommen, aber ein paar gute Sättel, Waffen und Tools. Oh, Dödi, Stego. Oh, sehr, sehr nice, die Schuhe. Oh, cool. Kriegen wir auch sehr hoch. Guck mal, was ich da noch dazu habe. Ich hab und guck mal, hast du die Pump gesehen, Digga, wie günstig die verkackt nochmal ist? Hier ist einer. Er liegt. Perfekt. Scheiße, und ein Terrorbird nutzt den. Hab ihn. Da oben ist direkt noch einer. Ja, warte, warte. Ich mache aber erst den hier in Cryo. Sehr gut. Level egal. 85. Hier oben. Ja, holen wir, oder? Ja. Hab ihn. Okay, also wir können mit denen schon breeden, weil da soll es das gewesen sein für die Mission Quetz. Und jetzt ja, noch Cabos. Ja, lass Cabos. Aber Cabos können wir auf Center besser. Eigentlich sollten wir echt kurz vielleicht zurück. Warte, lass die Quetzes hier einmal breeden. Verhalten, Paarung aktiviert. Verhalten, Paarung aktiviert und tschüss. Und ballern, sehr geil. Es ist gleich soweit. Da ist es. Zack. Weißt du, was ich jetzt mach? Erdnüsse fressen? Ne, den Quetzsattel. Machen sie das. Ich hätte fast schon wieder meine Wyvern gecryosickt. Aber diesmal nur fast. Ach, come on, das ist doch dämlich. Haha, wir haben jetzt eine Erweiterung, Junge, wie sick. Okay, dann baue ich mal den zweiten Yopi. Wir haben eine zweite Plattform dran. Nice, nice. Gut, der Breed Quetz kriegt seinen Generator und auch die Air Conditioners. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr geil. Wir haben jetzt haben wir wirklich aber ein cooles Setup hier wirklich. Also das ist wirklich, ja, Mann. Wir haben es hart gefühlt. Klar ist das nicht die sicherste, stärkste oder größte aller Basen, aber mit Sicherheit eine der coolsten, die ich seit langem hatte. Und dann noch der Ausblick immer jedes Mal, ne? Das ist schon cool, das ist schon sehr, sehr cool. Mittlerweile hatten wir drei verschiedene Quetzel. Einen zum Starten, Landen und Zwischenparken. Einen zum Brüten unserer Trikes, Turtles und Stegos, die wir noch zähmen wollten. Und einen, den wir den Crafting-Quetz getauft hatten. Ich denke, es ist klar. Warte mal, kommen wir nicht von der anderen Seite da voll nah ran? Zählen wir da nichts. Aber das ist big, ne? Der, die haben auch fucking viel so, bei denen geht richtig stark. Ja, ja, die brüten dick, ne? Siehst du das Outlet draußen? Oh mein Gott, zwei Outlets sind outside. Lockers, wir machen Feuerpfeile und Kanone und Raft und kommen wieder ab zur Base. Sitzt. Okay. Siehst du, wie ich drifte, Junge? Geil, oder? Oh, da ist er, ja. Dann fahren wir jetzt langsam vor. Dann warte, ich muss hinten einsteigen. Okay, es gibt auch einen Trick, und zwar gibt man einfach ein Gamma 1. Dann sieht man nämlich gar nichts mehr, aber den Feuerpfeil perfekt. Okay, warte dann. Nee, das war schon mal rechts zu viel. Und zu hoch. Zu tief. Gamma 1, meine ich doch. Du bist zu weit links. Du musst weiter, zu weit rechts. Du musst weiter links. Lockers, die Calls hier. Ein weiter links. Hast so? Getroffen. Das nein. Down. Das war's. Warte, guck. Guck das nächste doch, guck das nächste. Da waren noch zwei, oder? Nein, nein. Da war rechts doch auch noch ein Outlet draußen. Hinter der Wyvern. Doch, hinter dem Kopfton der Wyvern. Tiefer. Ganz, 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 ganz bisschen. Hast ihn. Wirklich? Der hat aber nicht die Turrets ausgemacht. Das waren useless. Die Frage ist halt, wie... Da guckt noch ein Outlet raus. Aber das connectet nur das eine. Aber ich denke, ey, das holen wir trotzdem weg. Oh, da kommt ein Pete. Da kommt ein Pete. Wo? Vor uns. Weiß jetzt nicht, welchen du meintest. Ein bisschen höher und nochmal nach rechts. Ich mach wirklich nur ein Pixel dann weiter nach rechts, ne? Ein Pixel weiter nach links. Ja, down. Schmopti, schmopti. Okay, sind da noch mehr? Eins steht noch da hinten, okay. Ja. Guck mal, wenn wir von hier... Ja. Warte, ich fahr uns hin. Von genau jetzt links. Da geht ja diese Rampe runter nach links. Von der Mitte der Base nach links runter, ne? Ah, ja. Und ja, wenn ja, wir da ja. rechts davon hochgehen.
Meinst du, das geht? Rechts davon hoch und dann halt ein Loch jetzt in die Wand schießen? Ja, das habe ich ja gesagt. Aber das eine Turret, genau das eine Ground Turret, was da noch steht, das wird uns... Ja, wir müssen kanonieren. Das bringt echt nichts. Bin wieder der. Ich hitte den Headframe. Oh, die sind jetzt auf neutral, what the fuck? Zwei heben ab. Scheiße, Lockras. Schaffst du's weg? Ja, aber die ist tanky as fuck, Hapse. Holy shit. Nächste Wyvern dead. Ich sehe jetzt noch zwei Stück von der Seite hier. Gleich haben wir's, Lockras. Ja, geil, ey. War aber dann auch geil gecheased. Komm jetzt aber. Boom. Ja. Sehr schmackhaft. So. Ja, ein Torrent haben wir noch in der Rübe, ne? Also mich würde mal interessieren, wenn wir da jetzt ranfahren mit einem geboxten Turret, ob das geht. Wollen wir das mal machen? Mit einem geboxten Turret? Geboxten Draft. ja klar, warum sollten das nicht gehen? Hast du die Wands? Die was? Die Wands. Ja, bist du behindert? Was soll ich haben? Die Wands. Die Wände, Junge. Okay, also wie sieht das jetzt hier, wie ist jetzt hier die Situation überhaupt? Ja, die Situation ist, dass wir jetzt hier einfach hochklettern können, wenn wir noch das eine Turret wegkanonieren. Und das war's. Unser erstes Turret-Draft war stuck im Stein und wir mussten schnell ein neues bauen. Wir machen auch seitlich, würde ich sagen, einfach. Let's go. Weil dann müssen wir nicht, mit dem können wir ja nicht zurückfahren. Hit! Hit, oder? Warte. Ja! Da hat Blut gespritzt, what the fuck? Da spritzt Blut, wenn das hittet. Ja. Okay. Aber Knallgas. Wie viel ist es? Einer noch. Down. Wir sind drin. Fahr ran. Oh, lag. Ja. Ja, dann, wenn es immer krass spannend wird. Warte, wie blown wird es hier? Nochmal ein Taui. Hier die. Ja, fahr's rein, Junge. Wie viel HP hat die noch? 17.000. Da müssten 6 reichen. Achtung. Kurz gucken. Oben ein Outlet. Da oben ist noch ein Outlet. Ja, die haben Internals. Internal Heavy. Hinten rechts. Aber der Generator guckt raus. Den können wir Flame Arrow'n. Aber hier sind auch keine Vaults, ne? Oben. Es gibt noch eine obere Etage, oder? Nee. Oder? Nee. Es gibt eine untere. Es gibt eine untere, glaube ich. Ja, gibt's echt. Ja. Ich sehe Stuff. Ich glaube, ich habe sogar Cryofridges gesehen. Warte mal. Dann müssen wir uns hier unten reinblowen. Ja, mach. Ich habe aber nur noch die 3 C4. Ich habe noch Rakete. Reicht hast sogar. Ist auf Grapple mich. Guter Plan. Lass Leine. Leine ist. Und Raketenwerfer für den Fall der Fälle. Oh, warte mal, stopp. Ich muss ja jetzt hier rein sprinten, mehr oder weniger, ne? Ja, Sprint. Nee, mach lieber smart. Und okay, guck dich lieber um. Ich komme. Bleib aber mal gehockt. Ich hab dich auch noch, ich cutte den Grapple. Cryos, oh mein Gott, pass auf, hier ist die Leiter. Nee, wir müssen erst Generator blowen. Als erstes Generator blowen. Such C4. Ja. Go. Spreng den Spaß. Wo bist du? Bin weg, mach. Ich geh dann direkt hoch. Killst du die? Ja. Wo ist das Bett? Die sind schon tot hier. Ja, ich hab schon 2 gekillt. Einmal alles durchgucken, schnell. Betten weg. Die haben Element hier, Digga. Das nehmen wir mal mit. Ja. Pack einfach erstmal ein, was du siehst. Wir können ja immer noch dann später sortieren und gucken. Charcoal. Ah, guck mal, 20.000 Zement. Ich hab eine Turtle, 194, ein Trike, eine Wyvern, als ob. Einen Megatherium, ein Pete. Wir haben einen Mining Drill.
Jetzt habt ihr aber so viel Spürkits, die haben für so ein bisschen Dude. Noch eine Mining Drill, auch sehr geil. Hab ein Turret geblowt. Nochmal 1k. Und noch eins. Auch nochmal 1k. Ich sag mal so, es war schon sehr nice, aber so ein bisschen mehr Loot und so. Die Ausbeute war okay, aber wir hatten uns eben etwas mehr erhofft. Mit dem Hochgefühl vom Rage und hochmotiviert ging es für uns direkt weiter. Neue Gegner suchen, neue Orte, an denen wir unsere Schlachten austragen konnten. Ich glaube, ich höre einen Generator. Ja, echt? Base drin. Ich komme. Der Spam blockiert einfach, dass die Turrets auf dich schießen. Achtung. Weiter geht's gerade nicht. Warte. Achtung, noch krass. Nix weg, ne? Destroyed the large bear trap. Doch, ein Turret weg, das Heavy weg. Ja, einfach ein Sprinter, komm. Es sind zwei Heavies, es müsste halt gehen. Hast alle, hast alle. Bei mir war nicht mal der Sprengsound. Ja, du musst die Pillar hier sprengen, so, und dann war's das. Wo ist der Jenny drauf? Auf der Pillar. Dann einmal eins. Achtung. Ja, ich sammel schon Muni ein. Charcoal for days. Bitte irgendwelche Blueprints. Ja, nix im Fabby. Nix im Fabby. Scheiß Blueprint. Nix da drin. Polymer, Polymer. Narcotics. Nochmal Metall. Das nehme ich alles mit. Saber-Sattel, Saber-Sattel. Er war ein bisschen handen. Komm schon, gleich der Trike, bitte. Ne, nix. Ne Chainsaw, 500%. Hier ist die Smithy. Oh, Flak-Hand, Chitin-Handschuh, Armbrust-BP haben wir auch noch nicht. Und ein ja, Flak-Set. Sehr geil. Ein Flak-Set. Warte, ey, stopp, wir können hier noch C4 ballern. Stopp, dann können wir den Cryo-Fridge sprengen. Ja, Schießpulver. Zack. Ja, chill, chill. 5. Go, Bridget. Oh, da bin ich down gegangen fast. Hätte ich dir sogar fast sagen können. Cryo-Fridge, ja. Okay, Parasaurus, Wyvern, Dirty, Anki, Bloodstalker Level 230 und eine Arthro. Der hat eine 7000 Stum-Wyvern, ne? Ja, sehr geil. Ja, nice, easy clap. Weiter scouten, oder? Ja, oder? Natürlich jetzt voll nebelig, sehr, sehr geil. Wir kamen dem Punkt, an dem wir fast alles hatten, was wir auf einer fliegenden Base hätten erreichen können, immer näher. Und wie es in Ark dann nun mal ist, fängt man dann an, sich mehr nach außen zu orientieren. Man sucht sich Basen, die man raiden kann. Gegner, die einem gewachsen sind. Da baut einer gerade den Tower. Mit seinem Tech-Suit. Die haben noch nichts gewalltroppt, wie es scheint. Doch, das haben sie gewalltroppt, ja, wisst ihr. Ich werde besniped. Mein Parasaurus ist tot, Schlockrass. Och, Simon. Könnten wir hier mal ein paar Stegosättel ballern? Dann baller ich davon echt einige, ne? Was sagen die? 300 Rüstung, ja, 350 capped. Ist capped. Ja, dann brauchen wir holen nicht so viele. Wir holen Stegos halt, ne? Ja. Oh, Hose. Chitin. PT. Ich weiß nicht, ob ein Spieler... Ja, Spieler, hier, Spieler. Ja, ich bin abgefatzt. Ich hol mir kurz einen Waterbuff. Nee, komm, wir fighten den. Ich hol mir kurz einen Waterbuff. Nein, brauchst du nicht. Das ist der hier? Nicht grabben, den können wir mit Spucke... Easy nutzen. Der fliegt geradeaus. Wo? Hier, wo ich bin. Wieder zurück? Nee, in den Schnee. Siehst du mich? Nee, irgendwie gerade leider nicht. Hier beim See, links ist so ein See. Ja, und am See entlang quasi, oder was? Ja, ist jetzt runtergeflogen. Hier, siehst du mich? Wieder zurück. Ah, I see, ja, I see. Hier ist er. Wo ist er? Hab ihn gekillt. Nice. Ich hab einen PT gefunden. Harvard mit R, Level 100, not toxic. Wahrscheinlich sehr toxic, der Tribe. Und rein. Okay, hatte nix. Ran an den Schinken, ready, steady, cracken.
Bam, rein. Da ist sogar einer drin. Echt? Ja, hab ihn gekillt. Und noch eine rein. Roms, down. Du killst Easy Clap. Noch eine rein. Bam. Ja, Lukas, ich mache hier die Triple Quadruple Kill. Sind die on oder sind die... Du, das weiß ich nicht, aber der eine hat Knockback gekriegt, also glaube ich mal, ja. Ja, dann fatze mal ordentlich rein, sag ich mal immer. Ein Trike. 5700 Base-Wert. Sehr schön. Und ein ganzes Flak-Set, sehr geil. Preserving bin, jetzt bin ich gespannt. Ey, bitte, bitte noch ein paar Cryos. Ja, Mann, Griffins! Level nice. 240er, 262er, 271er und ein Oviraptor. Und ein Blood Crystal Wyvern Eye. Vielleicht haben wir noch gecryote Blood Crystal Wyverns hier. Komm schon, Alter. Large Storage Box. Ja, waren BPs für Handschuhe, Helme, Schuhe. Nice, Junge, nochmal 5 Griffins und eine Trikeline abgestaubt. Sehr, sehr geil, Alter. Sehr, 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 sehr geil. Hier hat sich jemand dick, wollte jemand sich, Reden ist nicht mehr. Kostet mich jetzt leider 15 C4 für den Spaß, aber du wirst es sehen und wirst es fühlen. Ich bin bereit. Go, 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 go. Wow, das sah so episch aus. Holy shit. Lockers. Ich hab was Raidables. Wo? Ein Easy Clap, wenn die. Ja, dann sag es doch. Redwood, warte. Merken wir uns schon mal. Da können wir mit Stegos Radlibor machen, okay. Die Hansepandel ist echt. Stock, 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 stock. Mehr. Oh Mann. Hier bauen zwei Jürgens. Oh Mann, Lockers. Ey, wir müssen Speedkicken, Speedkicken. Bin home. Deine Stegonator sind ausgewachsen, allerdings halt noch nicht gelevelt. Ja, also ich hab wirklich, ich sehe wieder nichts. Ich hab die Hitzewelle der Hölle. Leute, ich hab gar keine. Ja, ich cryo meinen Lockras. Ich müsste meine Tails echt nicht mal Lockras nennen. Oder Schlock, Rock, Rock, Rock. Einfach direkt im Vollstübertreibung. Griffin, out. Warte kurz. Oh ja, I see. Lol, da ist ein Gamer mit Archie ausgelockt. Ja. Ohne alles. Noch einer. Junge, dann sind hier drei Typen jetzt gewesen. Da steht ein PT. Wollen wir den schon mal dann wegholen? Ja. Siehst du mich? Ich hab gerade aus der... Die hat gut was gehabt, der Archie. Als ob. Ja, der hatte eine Starter-Base-Mercy dabei. Ja, ein Jenny, eine Indie-Forge. Oh, wir können die Tanks sind auf neutral, zumindest teilweise. Trike läuft runter. PT ist down. Ich mach mal hier kurz einen Bad-Point für uns. Weil von hier würde ich nämlich jetzt antendieren, dass wir halt hier uns runtergrabbeln, auf da einen Vorsprung und dann da rein zirkulieren, oder? Die ja. Ganz biggen. Go, 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 go. Boah, dich bollert's, dich bollert's. Aber kaum Schaden, Simon. Sehr, sehr nice. Da gehen sie dicht. Sehr genau, an die Olga C4. Ich sehe es schon, ich sehe es. Sehr nice. Noch einen Shot. Pass auf, dass du dich jetzt nicht zwirbelst. Sehr nice. Du bist ja ein Meister geworden. Ja, ja. Oh, da legt er. Wie viel waren das? Drei für eine Wand. Drei für eine Wand. 3, 2, 1. Zündung! Turret steht noch, hoben sie 8 nach Internals. Fein sein. Der war gut aus. Nee, da ist kein Internals. Ja, flitzen, Strom aus. Strom ist nicht aus. Strom ist aus! Jetzt. Oh, Cryos.
Nice Cryos. Stegos, naja. Trikes, PT haben wir noch nicht, das ist vielleicht ganz okay. Okay, oh, die PT sind okay, Level. Okay, nice, nice, das freut. Fabricator, oh. Ja? Megalotheros. Oh. Ein Schild. Ist ja. Geil. Gut, dann cool. Noch die nächste Base. Ach, guck mal, der hat uns gerade noch ein gebreedetes Ei geschenkt. Ja, Mann. Ey, wie geil. Sturzflug rein wäre verlockend, ne? Ich könnte sogar echt einen Sturzflug versuchen, weil das Outlet auch draußen ist. Das wäre ein Hit. Ja, Gogo Gadget, sag ich mal. Ja? Oh yo, don't do it, don't hab's. Do it. Nee, hab's, hab's. Alles gut, wir haben's. 3, 2, 1, Zündung! Vielleicht hat der Rex Eier für uns, Alter, das wäre ja richtig geil. Das wäre wirklich geil, okay, sieht cool aus, schau mal. Eben sein Rex haben gutes Level. Ja? 260, 260. Ja, ich kill schon mal hier durch. Keine Ahnung, was das hier ist. Fabricator wieder 30k Metal. Smithy, eine Hosen-BP, eine Sichel-BP. Cryopods wieder, die brauchen wir tatsächlich, ne? Hier steht halt noch ein Tresor, der pincoded ist. Ja, den fassen wir auch noch, Alter. Weiß nicht, ob's reicht. Ich hab 14 Stück jetzt hier. Ach, die ganzen sind unpincoded. Das war sehr nett von ihm, danke. Okay, Sprengung ist angebracht. Kann ich einleiten? Ja. Hat gereicht. War hier irgendwas Verstecktes? Hier ist ein Bag. Eine Mining Drill. Ja, wow. Und ein paar Rüstungsteile. Was? Techbus-Panzer. Hier ist nochmal Stein Foundation von. Oh, das ist ein Boot mit Sachen im Fels locker. Ton im Fels. Ja, hat alle Ton im Fels. Müssen wir eigentlich vernichten. Achtung, dafür, die Rexe kommen, ja. Ich jag Rakete drauf als Strafe. Das gibt's ja nicht. Schiffe versenken. Jo. Go. Raft down. Ne, Rex down. Raft immer noch nicht. Jetzt Raft down. Und das war das Ende unserer Reise. Wir hatten alles, was wir brauchten und konnten emotional mit dem Wipe für uns abschließen. Das Gefühl, mit dem man einen Server am Abend verlässt, insbesondere wenn man erfolgreich war und seine Pläne alle umsetzen konnte, ist der Hammer. Und der Grund, warum viele von uns immer wiederkommen. Unsere fliegende Base steht bis heute. Mittlerweile sind wir auf eine andere Map gezogen und lassen es uns im Sonnenschein gut gehen. In dem Sinne, lasst gern ein Abo da, ich hab euch lieb, haut rein und ciao.